kein Araber sein. Schau halt nach, ob er beschnitten ist. Wenn es ein Israeli ist, wird's kompliziert. Schauen Sie in die Kamera, meine Damen und Herren. Lachen Sie für den Bürger. Schauen Sie auch zum Kollegen, der freut sich. Noch ein bisschen freundlicher, der Bürger soll keine Angst bekommen. Hervorragend, super. Post-Colonial Studies. Ja, aber ich studiere BWL. Aber bei uns gibt's keinen Fairtrade-Kaffee, deswegen. Entschuldigung, aber kann ich das in meinen Lebenslauf reinschreiben? Was? Na, dass ich jetzt für die Polizei gearbeitet habe. Und, können Sie mich auch liken, weil ich Ihnen geholfen habe? Wir möchten, dass sich mehr Menschen mit Migrationshintergrund und Frauen für den Polizeidienst bewerben. Ja. Schauen Sie, Vielfalt ist so wichtig, ja, um verschiedene Perspektiven zu haben. Wir brauchen Sie. Keks gibt's keinen. Sparmaßnahme. Sind Sie ehrgeizig, Frau Blum? Ich weiß, Ehrgeiz ist nicht unbedingt eine attraktive Eigenschaft für eine Frau. Vor allem für eine gutaussehende. Schönheit und Intelligenz, das ist für viele eine Provokation. Ich kenne Kolleginnen, die stellen sich absichtlich dumm. Nur weil sie Angst haben, dass sie sonst nicht befördert werden. Oberkommissar Iqvu Akwu wird Sie bei den Ermittlungen unterstützen. Zuarbeiten? Ich? Aber ich... Ja, freilich verstehe ich es. Mord. Rache. Andererseits, statistisch gesehen, bringen Frauen nur selten jemand um und noch seltener aus Rache. Vielleicht war es der Freund? Oder der Bruder? Oder der Vater? Störe ich Sie beim Nachdenken? Es gibt auch männliche Vergewaltigungsopfer. Männliche? Ja. Ja, da kommt es in Ihrem Weltbild nicht vor. Würden Sie den Apfel bitte woanders essen? Wieso? Ich leide unter Misophonie. Was ist das? Verminderte Geräuschtoleranz. Wenn ich einen Apfel ganz leise esse? Es geht nicht um die Lautstärke. Oh. Ole! Die Bullen sind da. Dürfen wir reinkommen? Wir lassen hier leider keine Tiermörder in unserer Wohnung. Das ist sehr vernünftig. Und wenn das Hausfriedensbruch. Hey! Wollen Sie Anzeige erstatten? Was machen Sie beruflich? Daytrader. Ich mache Performances. Woher wissen Sie, dass er eine Frau vergewaltigt hat? Aus einem Blog. Ich meine, schweigen, wegdrehen, ich bin müde, das heißt nein. Nein heißt nein. Und wer das nicht akzeptiert, der ist ein Vergewaltiger. So, Punkt. So. Radikale Ehrlichkeit fördert die psychische Gesundheit. Ist irgendwas mit dem Dopaminspiegel. Wissenschaftlich erwiesen. Ja, Feminismus. VäterInnen. Weiße Frauen-Sushi. Angela Davis. Sexarbeit. Und wie das alles zusammenhängt. Dieser Haltstein. Profex. Profex. Dahinter steckt, dass ich mich weder als Frau noch als Mann verstehe. Weil das Deutsche mir nur zwei Formen anbietet, weiblich und männlich, habe ich mir selber was überlegt. Ex wie in Ex-Gender. Haben Sie schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht? Jeder, der nicht der weißen heteronormativen Mehrheitsgesellschaft entspricht, macht schlechte Erfahrungen mit der Polizei. Was war so ein Forschungsschwerpunkt? Intersektionalität, Identitätspolitik, antidiskriminierende Sprachhandlungen, interdependente Machtverhältnisse. Sie wissen, dass er in der antirassistischen Szene aktiv war? Das klingt, als ob das was Schlimmes wäre. In einem Blog wurde er beschuldigt, eine Frau vergewaltigt zu haben. Unter patriarchalen Bedingungen kann es so etwas wie einvernehmlichen Geschlechtsverkehr zwischen Frauen und Männern grundsätzlich nicht geben. Sie haben hoffentlich nicht vor, das meinen Studentinnen zu zeigen. Viele von ihnen waren selber Opfer von sexualisierter und rassistischer Gewalt. Das ist ein starker Trigger. Sie könnten sie damit retraumatisieren. Wir reden aber schon von erwachsenen Menschen. Frau Dr. Schahinka, ja? Die Kartoffel hat meinen Namen richtig ausgesprochen. Wow. Die Kartoffel würde ich gerne mit Ihnen über Dr. Al-Rashid sprechen. In Ihrem Büro vielleicht? Wir können die Tür auflassen. Der Ruf kann der Kartoffel auch mal was sagen. Kackscheiße. Heißt es jetzt? Ja. Kackscheiße. Kackscheiße. Haben alle davon gewusst? Hey, einziger Mann, halt mal die Fresse. Ja. Gut. Wie kommen Sie mit Herrn Iqvu Akwu zurecht? Gut. Ich mag Menschen, die keinen Humor haben. Ich auch. Ach, übrigens, die Kampagne kommt super an. Kann sein, dass wir Sie für ein Interview brauchen. Vielleicht schauen Sie sich den Leitfaden diskriminierungsfreies Sprechen noch mal an. Gell?
Identitätspolitik ist die Vorstellung, dass einem Menschen nichts Schlimmeres widerfahren kann, als eben diskriminiert zu werden. Ausbeutung, Völkermord, Genitalverstümmelung, Burka, alles sekundär. Hauptsache, keiner benutzt das N-Wort. Unser Zigeunersoße. Vielleicht ist das aber auch nur mein westlich-eurozentristischer kolonialer Blick. Ich mag nicht den Bock, ist dein Leben. Lieber lass ich mich notschlachten. Hast du Angst, dass man dir die Leberkässemmel verbietet? Ich stehe überhaupt nicht auf Frauen. Es gibt auch Fälle, wo eine Frau von einem homosexuellen Mann belästigt worden ist. Das ist dann für die Betroffene sogar noch schlimmer, weil ihr noch weniger geglaubt wird. Von mir aus. Aber ich nicht. Also, Frau Blom, hier spricht die Sprachpolizei. Alles, was sie sagen kann und wird gegen sie verwendet werden. Woher kannten Sie Dr. Al-Rashid eigentlich? Von der Uni. Ich hatte auch mal mit Postcolonial Studies angefangen, aber nach einem Semester hatte ich die Schnauze voll. Warum? Ach, weil eine Uni ohne freie Rede in meinen Augen bestenfalls eine Produktionsmaschine für sinnlose Bildungszertifikate ist. Kurz vom Wahrheitsministerium. Wussten Sie von dem Vergewaltigungsvorwurf? Ja, aber ich glaube nicht alles, was in einem Blog steht. Haben Sie den gelesen? Nein, aber ich weiß auch so, was drin steht. Alle, abgesehen von die alten weißen Männer, sind Opfer. Alles ist eine Aggression, was von den sich selbst so definierten Opfern subjektiv so erlebt wird. Und wer das anders sieht, ist rechts. Neurechts, rechtsradikal oder einfach wahnsinnig. Das war der Erste, der Mitgefühl gezeigt hat. Und der Erste, der mit uns geredet hat, ohne uns zu beleidigen. Wir machen Fortschritte. Hast du gewusst, dass der Penis eine Massenvernichtungswaffe ist? Der einzig nicht gewalttätige heterosexuelle Sex ist der mit einem erschlafften männlichen Glied. Im Grunde bin ich auch Feminist. Du? Ja gut, das ist ja mehr so Erfahrungsfeminismus. Ich habe keine Vorteile. Ja gut, vielleicht gegen Bayern-Fans, Preisen, Lehrer, Akademiker ganz allgemein und Schwamm. Aber das ist ja nicht, in dem Sinn sind das keine Vorurteile. Ach nicht. Weißt du, was das Problem der heutigen Jugend ist? Die wollen immer nur gelobt werden, immer nur. Und deshalb halten sie sich grundlos für genial. Auf die Jugend. Wir müssen da rein. Die Studentin ist mit einem Dozenten Aufzug gefahren. Dabei hat er ihr gegenüber eine unangemessene Bemerkung gemacht. Ein Kompliment zu ihrem Kleid. Sie empfindet das als sexuelle Belästigung und die Studentinnen fordern jetzt, dass die Universitätsleitung Maßnahmen ergreift. War das seine Absicht? Wieso ist das wichtig? In der Rechtsprechung spielt nicht nur das Machtgefälle eine Rolle, sondern auch Absicht und Wiederholung. Wir sind nicht die Polizei. Wir stellen die subjektive Empfindung einer Frau nicht in Frage. Wir machen Frauen nicht ein zweites Mal zum Opfer, indem wir ihre Glaubwürdigkeit anzweifeln. Aber grundsätzlich ist natürlich immer Vorsicht geboten, wenn Hetero-Cis-Männer den Raum betreten. Woran erkennt man denn einen Hetero-Cis-Mann? Breiter Gang, als wäre er gerade vom Pferd abgestiegen? Sonnenbrille, Goldkette, Dreitagebart, offenes Hemd, Brust-HTP? Der Raubtierblick, der Frau nur als Beute betrachtet. Wenn Sie ein Rechtssystem bevorzugen, wo der Staat die Tat nicht beweisen muss, und wo der Angeklagte keinen Rechtsbeistand bekommt, da wüsste ich ein paar Länder zum Auswandern. Ich bin mir allerdings sicher, dass Sie da nicht hinwollen. Das ist freiwillig, oder? Ja. Schade. Was? Dass wir nicht in einer Diktatur leben? Diktaturen werden total überschätzt. Es gibt so etwas wie einen Grundkonsens an meinem Lehrstuhl. Antifaschismus und Feminismus finden wir super. Rassismus, scheiße. Her mit Transrechten und schafft die Polizei ab. Die Polizei? Ja. Schusswaffen, Handschellen und Pfefferspray haben noch nie irgendwelche Probleme gelöst. Seminar- und Bachelorarbeiten, Gutachten, Evaluierung, Drittmittelanträge, Anträge für Büromaterial, Anträge für Forschungsmittel, Antrag für Beurlaubung, Antrag für Beurlaubung wegen Krankheit, Beiblatt zum Antrag. Und ich habe gedacht, wir sind irgendwie überbürokratisiert. Die Theorie, dass der für Sex gute Noten vergeben hat, können wir übrigens vergessen. Da hat fast jede Arbeit ein sehr gut. Sowas nennt man eine Einserfabrik. Wahrscheinlich sind das alles Genies. Ja, wahrscheinlich. Ever me, and I will.
Shit, dann sag mir wenigstens, wie der Dealer von Dr. Al-Rashid heißt. Keine Ahnung. Mensch, Christel, das muss man doch als erstes rausfinden. Schönen Feierabend. Nicht verlängert worden ist. Er hat ein Buch geschrieben. Über autoritäre Sehnsüchte, Sprechverbote und Cancel Culture in den Postcolonial Studies. So eine Art Abrechnung? Die Verlegerin sagt, Kim Heilstein hat versucht, das Erscheinen zu verhindern. Sie und noch ein Dutzend weiterer ProfessorInnen aus ganz Deutschland. Mit allen Mitteln. Was heißt das? Telefonterror, Shitstorm, Stinkbomben, Morddrohungen. Die Woken Hobbits gegen den alten weißen Sauron und seine faschistischen Orks. Was ich dich schon die ganze Zeit fragen wollte, wieso heißt du eigentlich Otto? Wahrscheinlich dachten sich meine Eltern, dass ich mit so einem Vornamen weniger auffalle. Otto, versprich mir, dass du nicht sauer wirst. Ich war neugierig. War ich eigentlich schon immer und du hast gar keine englische Nanny gehabt. Du bist mit so... Ich wollte nur Bescheid sagen, das wird spät heute. Die haben mir noch ein Meeting reingedrückt. Du kannst ja mal zum Essen kommen. Kümmer dich drum, du Stoffel. Na endlich! Worum geht's? Es kotzt uns an, dass Diskriminierungsformen wie Rassismus, Sexismus, Homophobie, Klassismus, antimuslimischer Rassismus, Transphobie Werkzeuge sind, um zu bewerten. Zu selektieren. Da haben Sie Ihre Antwort. Vertrauen ist von zentraler Bedeutung für die Sicherheit in diesem Land. Gerade haben wir hier unsere Kampagne gestartet. Und jetzt das! Es kommt uns an, dass wir immer erklären müssen, dass... Ist doch gut. Ja. Das beweist nur, dass hier jeder frei seine Meinung äußern kann. Sie leiten ab sofort die Ermittlungen, Herr Eden. Okay. Aber haben Sie das gut überlegt? Bitte? Ich mag's gern. Ich meine, Frau, schwarz. Ich weiß nicht, ob das bei der Öffentlichkeit so gut ankommt oder oben im Innenministerium. Ich sag's nur. Sie sind ja ein ganz ein Schlauer. Little boxes on the hillside. Little boxes made of ticky-tacky little boxes. On the hillside, little boxes all the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and